Meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ich war ja jetzt auf Loot-Tour hier. Ich werde jetzt nochmal eben die Straße hier zurückgehen und hier hinten nochmal einmal hochflitzen. Vielleicht finden wir da ja noch was. Beim letzten Mal hatten wir ein bisschen Pech. Da bin ich jetzt zum Beispiel bei dem Hotel ausgekommen, was wir uns natürlich auch angucken müssen. Der wäre mich jetzt gesehen, ne? Boah. Jetzt gedacht, ey, wenn der jetzt hinter mir herkommt, ey. Dann habe ich aber echt ein Problem. Und mir ist gerade ein bisschen warm. Oh. Bitte? Na gut. Hey, ja, lass mich mal vorbei. So, wir gehen gleich hier hinten mal rechts hoch. Und dann laufen wir einfach querfeldein wieder zurück. Vielleicht finden wir ja hier noch was. Ich nehme mal eben kurz eine Abkürzung. Jo, und zwei hier durch. Da komme ich auch dahin, wo ich hin will. Hoffe ich. Der Guten ist echt warm, ey. Und dann gehen wir hier mal eben runter. Hui. Aber ich will mal eben kurz in die Autos gucken. Aber dazu muss ich mal eben hier Fräulein ausschalten. So. Da ist nichts. Oh, ein Mining Helmet. Sehr gut. Ich habe zwar schon einen, aber. Where are you? Okay, meiner ist besser. Ist aber nicht so tragisch. Dann gehe ich hier nochmal eben runter. Vielleicht finde ich ja hier, also es sieht so aus, es ist flaches Land, als könnte da noch eine Stadt sein. Das wäre wunderbar. Guck mal, hier ist noch ein Baumstumpf. Hm. Gucke ich nochmal eben hier rüber. Kann ich da irgendwas sehen? Mm-mm. Außer den Kollegen, der da hinten gerade auf mich zukommt. Wieso wird es denn jetzt dunkel? Irgendjemand hat die Sonne verdeckt. Ey, mach mal bitte Licht wieder an, ey. War gerade so hell hier schön. Und jetzt ist dann so dunkel hier. Nicht so schön. Ich renne mal bis da vorne. Vielleicht sehe ich da was. Ich bin so happy, dass meine Wellness hier nicht so runtergeht, ne? Ah, guck mal, da ist ein Fluss. Und ein Hirsch und ein Zombie. Oh, die hatte Kohle dabei. Das ist gut. Die war bestimmt gerade auf Shoppingtour, die gute. Da hinten ist noch plattes Land. Das könnte sein, dass da auch noch was ist. Oh, das war knapp. Hm. Nischt. Ach, könnte alles halten, Leute. Ich brauche eine City. Nochmal eine schöne City. Bitte. Kann da hinten vielleicht nochmal eine City kommen? 14.11 Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir laufen jetzt gerade, ja, mehr oder weniger. Also einmal quer rüber, dann kommen wir dann in unser... Pass mal auf, und hier ist bestimmt eine Stadt. Ich laufe jetzt mal eben rüber. Die nehme ich aber mal mit. Die Federn. Und die Tokens auch.
Mal immer schön links und rechts gucken. Es könnte ja sein, dass da was ist. Klonk. Bis auf Müll. Nö. Das ist jetzt auch nichts Großartiges. Ey, dass ich noch keinen einzigen Crossbow-Schematic gefunden habe, ne? Das gibt mir ja echt ein Rätsel auf, ey. Unglaublich. Das ist auch keine Stadt. Hast du ein Crossbow-Schematic dabei, Freund? Hast du vielleicht irgendwo geklaut? Letztens, als du noch einkaufen warst? Nein. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh. 14.49 Uhr, Tag 24. Gut. Mhm. Es sieht so aus, als könnte da hinten was kommen. Anstatt eventuell. Es geht nämlich da in ein neues Gebiet rein. Das könnte sein. Ich habe Durst. Stelle ich mal gerade so fest. Also es führt kein Weg daran vorbei, dass ich in die Nullerstadt muss, ne? Aber mit meinem Popelbogen mache ich da, glaube ich, gar nichts. Da hinten geht es in die Wüste. Ja, noch nicht mal in die Wüste, sondern in die, in das eine komische Gebiet da. Aber hier ist doch auch immer eine Stadt, ne? Glaube ich. Oh, halt. Hier ist doch eigentlich auch immer eine Stadt. Ja, genau. Jetzt geht das nämlich hier in das Gebiet rein. Okay. Ja, da sind wir heute ja echt eine ganze Runde geflitzt, ne? Wenn hier oben dann irgendwo eine Stadt wäre, wäre das super. Ich laufe hier noch mal ein bisschen weiter. Zur Not müssen wir uns einfach mal hier einbuddeln. Heute Nacht, 15.28 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich es bis nach Hause schaffe. Ich sollte es aber schon bis nach Hause schaffen, weil ich habe jetzt schon so arschviel hier abgerannt. Dass ich es, glaube ich, bis nach Hause schaffen sollte. Leatherboot Schematic. Known, okay. Dann können wir das einmal scrappen. Was können wir noch scrappen? Das verkaufe ich dann. Mache ich mal den Verkaufformat mit. Das war's schon wieder von dem Gebiet hier. Warte mal, ich gehe mal eben kurz hier auf den Aussichtspunkt. Okay, hier ist keine Stadt. Aber da ist Kohle, ne? Das ist gut. Noch ein Helmet. Ich verpiss mich mal. Tschüss. So, jetzt müsste ja eigentlich mal eine Stadt kommen. Bitte. Danke. Jawohl, das sieht doch gut aus da hinten. Da haben wir doch eine Shitty. Sehr gut. So, jetzt latschen wir mal eben durch und baldobern hier mal kurz die Geschäfte aus. Ich laufe jetzt mal hier direkt links.
Und guck mal eben, da hinten haben wir ein Geschäft. Das sehe ich schon von hier. Hier haben wir ein Häuschen. Hier haben wir dann... Genau, hier haben wir ein Geschäft. Da hinten haben wir ein Geschäft. Hier stehen sie schon wieder. Hier haben wir eine Tanke. Jetzt mal eben gucken, was da hinten für ein Geschäft ist. Da haben wir ein... Eieiei, geil. Da hinten haben wir einen Bunker. Das ist sehr gut. Dann gucke ich mal eben, was das hier für ein Geschäft ist. Da hinten ist eine Kirche. Was ist das? Poppenpilz. Sehr gut. So, Poppenpilz haben wir hier. Dann haben wir da hinten noch. Haben wir auch noch ein Geschäft. Jetzt locke ich die einmal hier alle an, glaube ich. Okay, da haben wir einen Bunker. Da hinten haben wir noch ein Geschäft. Ich will auf jeden Fall in die Geschäfte. Ich will entweder Bookstore... Shamway Foods. Shamway Foods will ich eigentlich nicht. Ich brauche was anderes. Ich brauche ein Bookstore. Ich hoffe, hier ist ein Bookstore in dem Puff. Das war Poppenpilz. Ich hoffe, hier ist ein Bookstore. Wir gehen nochmal quer rüber. Es kann sein, dass der am anderen Ende ist, ne? Da hinten ist die Police Station. Da hinten haben wir auch noch was. Okay, da ist die Police Station. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Das habe ich hier noch gar nicht gesehen. Was ist denn das? Boost Skatepark. Okay, den kenne ich ja noch gar nicht. Okay, ich gehe mal eben hier entlang. Mhm. Die Geschäfte sind ja meistens außen. Das heißt, ich werde hier nochmal eben kurz rumflitzen. Nochmal eben ans äußere Ende flitzen. Und dann werden wir, glaube ich, hier heute Nacht einmal bleiben müssen. Weil sonst komme ich nicht so richtig nach Hause. 17.29 Uhr. Das Schöne wäre halt jetzt hier nochmal so einen Store zu finden. Ich weiß allerdings nicht, ob wir hier echt nochmal so einen Store finden. Oder ob das hier alles nur Kacke ist. Da hinten war die Police Station, ne? Zur Not gehe ich nochmal zur Police Station rüber. Da war nix. Ah ne, das Funeral war da. Genau. Warte, ich guck mal eben. Also da hinten habe ich noch nicht alles aufgedeckt und hier habe ich noch nicht alles aufgedeckt. Das heißt, das kann hier noch kommen. Obwohl nicht so wirklich. Ich sehe das ja von hier, da hinten schon. Und das ist nicht das, was ich suche. Funeral. Könnte ich höchstens einmal hier rein. Heute Nacht.
mich mal kurz hier einmal ablagern. Der Food Mart. Aber die haben ja auch echt nichts anderes, ne? Obwohl, da hinten oben war ich ja auch noch nicht. Warte mal, ich renne mal eben Querfeld ein. Das war Poppenpilz, ne? Warte mal. War das Poppenpilz oder war das was anderes? Genau, das war Poppenpilz. Die sind jetzt natürlich alle bei Poppenpilz. Ich gehe nochmal da ganz hinten links hin. Da war der Shamway. Aber vielleicht ist da ja auch noch was anderes. Shamway. Okay, hier muss doch irgendwo noch so ein Bookstore sein. Das gibt's doch nicht. Die Gas Station? Und das war's, oder was? Ey, Leute. Oh, nö, ne? Ach so, doof. Gut, ich glaube, dann gehe ich mal in die Gas Station, ziehe ich mal eben ein für heute Nacht. Schade. Das ist jetzt hier kein Bookstore drin. Das ist echt blöd. Okay. Was ist das da? Das war's Poppenpilz, glaube ich, ne? Genau, das da hinten ist das Poppenpilz. Das war's Shamway. Dann haben wir hier die Gas Station. Können wir hier irgendwie rein? Ja. Können wir eben noch mal kurz die Autos nachgucken. Nein, Fehlanzeige. Hm. Hier ist ein Licht drin. Hier haben wir jemanden. Ohne Fahrschein. Oh, jetzt müssen wir hier mal die ganzen verrückten Frauen hier platt machen. Oh, die steht nochmal auf. Ups. Oh, wow. Da kommt von hinten auch noch einer an. Och, das ihr doch wohl in der Magie stinkt, Leute, ne? Ich habe keine Zeit für so eine Scheiße. Könnt ihr mal bitte jetzt nach Hause gehen? Mann. Nö. Hm, das wäre schon geil. Oh, upsie. Sorry. Ich wollte dich jetzt eigentlich so nicht direkt töten, aber... Na doch schon. Also nach Hause schaffe ich es auf gar keinen Fall mehr jetzt. Das heißt, ich muss hier irgendwie gucken, dass ich hier überlebe.
Aber schön wäre halt. Wenn ich hier irgendwie mal ein Crossbow-Skimmelik oder so eine Scheiße finden könnte. Ey, das gibt's doch gar nicht. So, bitteschön. Wie spät haben wir es jetzt? Scrap. Scrap, Scrap, Scrap. Die mitnehmen. Komm, jetzt scrap mal schneller. Oh, ich muss was trinken. Drink. Ah, kommt noch ein Popel an. Hallo, Freundchen. Ja, dann glaube ich, werde ich mich mal kurz... Ah, kann ich nicht mitnehmen, ne? Was macht die denn da? Bist du wahnsinnig? 20:31 Uhr. Hallo, ich bin hier, Fräulein. Das nehme ich mit. Dann gehe ich mal eben hier rein. Gucken, was hier drin liegt. Scrap. Vielleicht liegt ja irgendwo hier ein Crossbow-Skimmelik. Es wäre so wunderschön. Aber nein, ich glaube gar nicht. Dann. Die ist locked. Dann gehen wir da bitte rein. Da bleiben wir heute Nacht drin. So, was haben wir denn hier? Ein Wooden Desk. Ja. Die Pistole nehme ich mit und der Overall, da kriege ich da auch nochmal, obwohl den Overall, das eine Ding, das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Warte mal, nehmen wir mal eben Drink. Jus, bitte. So. Scrap. Bitte lass was Vernünftiges drin sein. Spike Club Schematic. Read. Sehr cool. Das ist schon mal geil. Register nehmen wir auch mit. Spike Club Schematic ist gar nicht mal so ungeil. Das ist auch gar nicht mal so ungeil. Ja, so. Scheibe.
Du musst mit, der Overall bleibt jetzt hier. Okay, dann können wir einmal hier rein. Die Tür ist locked. Honey. Mhm. Brauche ich nicht. Obwohl, Scrap. Scrap. Da ist nichts drin. Oh, halt, hier oben war ja auch immer noch mal was, ne? Da komme ich ja aufs Dach rauf. Eieieiei, hier kann ich ja heute Abend mal eben kurz gucken, dass ich hier bleibe. Hier könnte ich ja mal eben das Zeug hier wegholen. Gibt mir ja schön Eisen, ne? Wäre schön blöd, wenn ich das nicht mitnehmen würde. Zehn Uhr haben wir es jetzt. Boah, Tag 25 ist Hordetag, sag ich schon. Hundetag, ne? 27 auf 28 ist Dings. Das heißt, ich könnte hier eigentlich schon Schüssel kriegen. Gehen wir mal eben runter. Wo haben wir denn jetzt hier? Also, hier war ich noch nicht drin. Ja, brauche ich nicht unbedingt. Auch nicht. Aber hier, den. Nichts drin, Kacke, Mann, ey. Warum ist denn da nichts drin? Das gibt's doch nicht. Und dann kommen wir hier nochmal eben nach draußen. Hier ist auch noch was. Was haben wir hier? Nichts. Nischt, nischt, nischt. Außer die Barrels. Hier war ich schon, ne? Ja, hier war ich schon. Okay, dann werde ich hier mal eben kurz zubauen. Können wir uns hier gleich einmal rausbauen. Perfection. So, Wooden Desk. Hier haben wir soweit alles fertig gemacht. Oh, krass, Somat, Leute, ey. Wir haben jetzt natürlich, warte mal, eben den Spiked Club. Spiked Club brauche ich. Forged Iron 20 und Wood habe ich natürlich nicht. Aber ich habe eine Forge mit dabei. Aber ich habe auch den Sledgehammer, von daher brauche ich das nicht. Ja, jetzt ist hier angesagt. 11 Punkte habe ich wieder zu vergeben. Ich bin jetzt hier natürlich in der City. Hier in der Mitte habe ich noch nicht geguckt, ne? Ich war immer noch nicht hier hinten. Da muss ich noch mal rum. Da hinten muss ich noch mal hin. Das kann sein, dass da noch was ist. Da muss ich echt am nächsten Morgen noch mal hin. Also hier raus, links rum und dann wieder rechts rum und wieder rechts rum. Da war ich nämlich noch nicht. Das kann sein, dass hier noch ein Toolstore ist. Oder hier. Aber morgen ist Hundetag. Ich scheiß mir die Wand an, ne? Ich scheiß mir echt in die Hose. Wisst ihr was, Leute? Ich lasse jetzt mal hier vorspulen. Ich mach mal hier eine Pause. Gucke noch mal eben, was wir hier so machen können. Ja, wir können eigentlich nicht viel machen. Wir müssen einfach nur den Scheiß nachher nach Hause schleppen. Ich gucke, dass ich hier die Nacht umkriege. Und dass wir dann am nächsten Tag hier nochmal hier oben rumlaufen. Zum Quick Waypoint. Dass wir da nochmal gucken. Und dass wir dann hier drin nochmal gucken. Genau. Also, ich würde sagen, ich mache jetzt mal hier kurz Pause. Ja. Es ist zwar jetzt erst 30 Minuten, aber was wollen wir hier jetzt blöd in der Gegend rumstehen? Das kriegen wir dann auch dementsprechend morgen früh so hin. Ja, alles klar. Bis morgen. Beziehungsweise bis zur nächsten Folge. Ciao.